Der X-Wind ist ein astrophysikalisches Modell des frühen Sonnensystems und hier in dieser Skizze einmal ein wenig illustriert. Ich will jetzt hier nur auf die Eigenschaften eingehen, die für die Meteorite und die Kosmochemie relevant sind. Zunächst mal, X-Wind kommt daher, dass es hier magnetische Linien gibt, die hier in grau dargestellt sind, die hier sich überkreuzen. Und diese Überkreuzung bildet eben das X und deshalb dann auch X-Wind. Außerdem gibt es hier Winde, die Material aus dieser Region in die äußeren Bereiche der protoplanetaren Scheibe transportieren können. Und dann gibt es hier in dem Bereich der Überkreuzung eine Region, die dann X-Region genannt wird, also die Überkreuzung dieser Magnetfeldlinien. Und in dieser X-Region ist jetzt möglich, dass kurzzeitig Material zu sehr hohen Temperaturen aufgeheizt werden kann, geschmolzen werden kann und danach eben schnell wieder abkühlt. Genau das, was man für Kontrenbildung braucht. Das ist also eine Region, in der potenziell Kontrenbildung stattfinden könnte. Und daher ist es interessant für eben Meteorite. Das heißt, hier gibt es vielleicht Material, hier in diesem Bereich, von dieser X-Region. Das wird dann kurzzeitig aufgeheizt, also Kontren-Precursor-Material, irgendwie feinkörnige Aggregate. Und dann werden diese Kontren hier mit diesem X-Wind nach draußen transportiert und in den weiter äußeren Bereichen des heutigen Asteroidengürtels regnet es wieder ab und kann dort eben sich zum Beispiel mit feinkörnigem Material mischen, das dann die Matrix bildet, und dann würden Kondren und dieses feinkörnige Material akkretieren, um die Asteroide zu bilden. Und dann hätte man Kondren und Matrix zusammen. Außerdem können hier in der Nähe der X-Region auch noch CAIs entstehen. Einfach deshalb, da die X-Region sehr nah an der Sonne dran ist, also das hier sind nur 0,06 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt, diese X-Region, extrem nah dran, dort wo eventuell auch CAIs kondensieren. Das heißt, CAIs wären immer noch in gewisser Weise xenolithisch, weil die vielleicht nicht direkt in der X-Region sich gebildet haben, nur einfach in der Nähe, würden dann aber mit den Kondren zusammen hier in diese äußeren Bereiche transportiert werden. Also CAIs und Kondren werden im Bereich der X-Region gemischt, beides zusammen bewegt sich nach außen in die äußeren Bereiche. Dort regnet es runter und vermischt sich mit der Matrix und bildet die Chondrite. Das ist so im Kurzen, was der X-Wind oder das X-Wind-Modell zumindest für die Kosmochemie meint. Damit ist das X-Wind-Modell auch ein Zwei-Komponenten-Modell, weil man hat eben die Kontren weiter innen und dann die Matrix weiter außen, also zwei Regionen für Kontren und Matrix, wo das Ganze dann miteinander gemischt wird. Und jetzt gibt es natürlich andere Modelle, die fordern, dass Kontren und Matrix in einer Region sich bilden. Das hängt mit zum Beispiel dem Argument der Komplementarität zusammen. Da gibt es also einen gewissen Konflikt. Also das ist ein Zwei-Komponenten-Modell, das ist wichtig bei dem Ganzen. Und das ist so in aller Kürze einmal die Essenz dessen, was das X-Wind-Modell für die Kosmochemie und die Meteorite und die Kondrenbildung aussagt und meint.